Also herzlich willkommen an alle hier zum Finale vom Fire Fiera Cup. Wir haben hier RVNT gegen Space Station. RVNT ist über das Upper Bracket eingezogen. Space Station haben wir gesehen gegen Affiliate Titan über das Lower Bracket. Sie haben das Halbfinale schon gegen RVNT verloren. Das heißt, dass zwei Matches vorher für Space Station. Wir lassen uns einfach überraschen. Wenn RVNT gewinnt das erste Match, dann sind sie der Sieger vom ganzen Cup. Wenn Space Station gewinnt, gibt es ein Best of Two. Dann gibt es ein Best of Two. Dann wird entschieden, wer aus zwei Matches hier der Sieger wird. Das ist halt der kleine Vorteil, wenn man über das Upper Bracket in das Finale einzieht. Da kann man sich da, wie gesagt, den kleinen Vorteil sichern. Aber wir haben dann das Best of Two. Da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt. Wir haben dabei den Leo Silenio, Marinaul, Bernaul und den Castro. Die Standardformation King Pen im Drottino, Semi, Bombador und den Choker für RVNT. Möge der Beste gewinnen. Oder wie sagt man das? Wird auf jeden Fall ein mega nices Match. Ich schätze mal so 14 zu 14 wird es ungefähr ausgehen. Mal gucken. Nach Prozenten wird dann entschieden. So, King Pen kommt rein. Wir gucken hier mal kurz, wo er ist. Ist er das? Nein, er ist das nicht. Kannst du dir nicht ausdenken. King Pen, da ist er doch. Also, da haben wir den richtigen. Wunderschöne Haare auf jeden Fall. Die Base haben wir schon bei Affiliate Titan gesehen bei Space Station. Er geht jetzt hier mit dem Queen Walk, mit dem Jump oder mit Mauerbrüchen über Richtung Rathaus. Will hier erstmal den Multi rausnehmen. Das sieht auf jeden Fall genauso aus wie bei Affiliate Titan. Sie haben das Match gesehen. Er kommt jetzt nicht mit dem Royal Champion rein. Das haben wir gestern gesehen und das könnte auf jeden Fall ein Fehler gewesen sein. Da ist die Lücke zum Rathaus. Das Rathaus wird aufgenommen. Die Queen kann da relativ viel rausnehmen. Er hat es geschafft, seine Queen da relativ gut von oben in die Base reinzubekommen. Das hat man gestern ein bisschen unterschiedlich. Da war einfach zu viel Damage auf der Queen gleich am Anfang. Jetzt in dem Rathauspoison, in dem Single drin, in zwei Scattershots. Da muss hier auf jeden Fall der Invis kommen und die Scattershots werden rausgenommen. Der Warden Ability ist da wunderschön gezündet. Der Lalo kommt von der Seite rein. Jetzt kommt hier noch eine Blimp auf die Queen. Die Queen wird rausgenommen. Die eigene Queen ist am Start. Das ist die Base, die gestern als letztes nicht getrippelt wurde. Und deswegen ist Space Station eingezogen ins Finale gegen Affiliate Titans. Und ihr seht, RVNT macht es auf jeden Fall schon mal eine kleine Nummer besser. Und holt hier den Triple im ersten Fight. Sehr, sehr stark gemacht. So, wo sind wir hier? RVNT. Also, GG an King Pen. Wunderbarer Fight. So einfach kann es dann doch laufen. So, Castro kommt rein. Castro ist schon am Start. Super Drachen, wir haben einen Lock Launcher ausgewählt. Okay, sehr interessant. Mit Queen Charge hätte ich spontan da ein paar Pläne, aber so bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was er hier vorhat. Wenn er hier wirklich mit dem Lock Launcher reingehen will, dann will er jetzt natürlich über den Scatter Shot da gehen und genau das macht er auch. Die Super Drachen sind auf jeden Fall schon mal mega in der Base drin. Schaut euch an, die Wutzauber perfekt gesetzt. Alle Superdrachen hier wunderschön gemacht. Giftzauber für den Royal Champion, für die Hexen. Wichtig ist, dass die Hexen wechseln. Der Royal Champion, der wird auf jeden Fall relativ schnell von den Superdrachen da rausgenommen. Der Holzwerfer ist hier wunderbar mit dabei, nimmt die ganzen Gobs raus. Das sieht sehr, sehr gut aus vom Castro. Ihr seht, der Weg bis zum Rathaus ist offen. Mal gucken, was aus der Clanburg rauskommt. Kommen da Yetis raus. Unten muss er jetzt hin. Die Luftabwehr so schnell wie möglich rausbekommen. Dafür ist der Royal Champion am Start. Traumhaft, das sieht hier gut aus. Die Queen wird das Rathaus rausholen mit ihrer Ability natürlich. Der Royal Champion hat hier schon mega eingesteckt. Der Inferno-Turm steht da noch. Wichtig ist, dass der Royal Champion auf jeden Fall hier drüben noch die Luftabwehr rausholt. Und dann ist das, glaube ich, nicht mehr zu verteidigen. 1,33 hat er noch. Er hat noch so viele Zauber übrig.
Wie gesagt, wichtig ist, dass dann der Multi noch fällt und dann sind das hier sehr, sehr starke, sehr, sehr schnelle 3 Sterne vom Castro. Geht er hier das Risiko ein? Er geht das Risiko ein. Der Multi ist schon angeknackst. Er swaggt hier einfach mal 3 Zauber. Sehr, sehr stark gemacht. So, der Sammy ist am Start. Der Sammy kommt hier rein mit einem China Smash, mal gucken. Er kommt hier auf jeden Fall mit einem Queen Walk rein. Setzt sofort den Warden mit dazu. Und dass die Queen das hier auch wirklich unbeschadet übersteht. Da war auf jeden Fall mega viel Damage drauf. Ein sehr interessantes Layout. So. Wunderschön hier noch den Headhunter gespielt für den King. Der wird natürlich da relativ schnell rausgenommen. Durch den Multi passt aber alles soweit. Nein, hat sogar überlebt. Respekt. Sehr, sehr starker Headhunter. So, jetzt zieht die Queen da nach rechts. Und ihr seht, der Warden ist hier schon mega angeknackst. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Healer-Switch. Wir haben jetzt hoffentlich wieder den Healer-Switch zurück zur Queen. Das haben wir jetzt traumhaft. Und da kommt der Smash rein in die Base. Läuft hier irgendwie alles, wollte ich gerade sagen, am Adler vorbei. Aber jetzt ist die Queen drauf, das heißt, der Adler wird rausgenommen, ganz wichtig. Headhunter auf der Queen, das heißt, das könnte ja auch böse ausgehen. Aber er hat, glaube ich, alles im Blick. Der eine Headhunter kann da nicht viel machen. So, der Hund wird natürlich nach und nach durch die Supermagier, die auch aus der Clanburg kommen, rausgenommen. Wunderschöner Wut, der King hat gezündet. Wunderschön den Single Inferno rausgenommen. Der Multi wird rausgenommen. Sehr, sehr stark. Die Queen musste schon gezündet werden, ihr seht's. Aber das sieht immer noch gut aus. Aber es geht noch nichts aufs Rathaus drauf. Deswegen spielt er jetzt von rechts den Royal Champion. Wäre natürlich geil gewesen, wenn er den Royal Champion hätte von unten spielen können. Ich glaube, da hätte er einfach mal All-In gehen müssen. Aber es ist das Finale. Das heißt, er will hier nicht den Fight versauen. Das ist auf jeden Fall klar. Der Royal Champion, wie gesagt, nimmt leider nur das Rathaus raus. Ei, da wollte ich nicht hin. Wir haben aber noch 59 Sekunden. Das könnte hier auf jeden Fall noch reichen. So, der King macht auf. Die Queen geht natürlich in das. Auf die andere Mauer. Man kann hier nichts mehr machen. Er kann eigentlich nur noch warten. Aber an seiner Freude können wir, glaube ich, erkennen, dass das hier die gewünschten 3 Sterne sind. Mega Fight hier vom Sammy sah richtig gut aus. Sehr schön. Auch die Clanbox, sehr interessant mit den Supermagiern. GG hier an den Sammy. So, Leo kommt rein, ihr seht's. Mit Basecap, dass auch ja keiner seine Augen sehen kann. Queen Charge Lalo. Wunderbar. 3 Rocket Loons, die blimmt vielleicht aufs Rathaus drauf. Auf jeden Fall nutzen sie sehr oft Yetis zum Funneln. Er hat den Stone Slammer gewechselt, das heißt, er wird hier nicht mit der Blimp aufs Rathaus fliegen. Muss hier schon den ersten Wut reinspielen. Da kommt der Mauerbruch für die Queen, dass die Queen von drüben da reingeht. Er muss auf jeden Fall ruhig bleiben. Er nimmt hier auf jeden Fall schön den King raus. Boah, die Queen steppt rein. Mega Braut. Meine wäre überall hingelaufen, aber definitiv nicht in die Base rein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kommt der King zum Gegenfunnel auf der rechten Seite, dass die Queen da wirklich drinnen bleibt. Er hat jetzt noch einen Mauerbruch. Da kommt jetzt auf an, wo die Queen lang geht. Da kommen die Rocket Loons. Er will hier den Magierturm am liebsten rausnehmen. Da kommt... Boah, ist das gewollt? Es ist gewollt, er will den Multi da rausnehmen, das passt auf jeden Fall. Er muss hier drauf achten, dass seine Queen überlebt. Die ist zwar gezündet worden, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Der Lalo kommt rein, der Lalo soll ins Rathaus gehen, das passt hier auf jeden Fall. Die Queen hat überlebt, die Queen nimmt die Clanburg raus, die Queen nimmt den Multi raus, bevor der Lalo dort ist. Er muss jetzt hier nur sehen, dass er genügend Prozente bekommt, dass auch wirklich der Lalo auf das Rathaus geht und das passt hier
Perfektes Timing, wunderschön der Wut. Der Lalo wird gerettet durch die Warden Ability. Mega Fight. Hinten raus, die Luftabwehr wird rausgenommen. Jetzt noch einen Freeze für den Scattershot. Ich bin mehr als schwer begeistert von diesem Fight. Leo hat gestern schon einen Mega-Fight hingehauen. Respekt. Hier noch einen Allzauber, dass die Loons relativ schnell da auf dem Multi sind. Auch die Tornado-Falle kann da, glaube ich, nicht mehr viel machen. Die Clanburg da in der Mitte, die können vielleicht noch was ausrichten, aber wir haben da, glaube ich, genügend Minions, die da drauf gehen. Also, GG hier. Der Leo holt den nächsten Triple. Das heißt, wir sind hier bei beiden bisher perfekt. Das ist wunderbar. So muss das laufen. GG, sehr, sehr stark gemacht. So, Bombardor kommt rein. Bombardor hat einen. Das sieht mir sehr, sehr stark nach einem Skelly Donut aus. Er will hier den Multi rausnehmen, er will hier den Single rausnehmen und er will die Clanburg rausnehmen. Mega Value, hab's gesehen. Skelette drauf. Der Lob. Skelette drauf. Ganz langsam reden, dann wird das was. Fledermauszauber drauf. Die Invis-Zauber waren mega geil gesetzt. Das muss man hier einfach lassen. So, der King läuft traumhaft da zum Scattershot rein. Ganz, ganz wichtig. Wird dann also den Scattershot rausholen, den Royal Champion rausholen, die Royal Champion rausholen. Ich weiß nicht, warum Royal Champion der ist oder die. Passt auf jeden Fall. King, Queen nimmt das Rathaus raus. King macht auf jeden Fall auf der linken Seite schon mal wunderschön Platz. Imagine, du machst so einen geilen Anfang. Das kann doch nur was werden hier. Ich will aber nichts sagen. Ich bin da prädestiniert für. Einfach mal die Klappe halten. Dann wird das auf jeden Fall was. So, gefällt mir noch nicht, dass der Warden da so weit links ist, dass der nicht so ein bisschen... Ich hätte ihn vielleicht weiter rechts gesetzt, aber jetzt kommt er da mit in zu den Loons. Die Luftabwehr macht hier kurz einen Prozess aus den Hunden, aber das macht erstmal nichts. Royal Champion ist in der Mitte da bei der Queen. Da kommen die Headhunter, da wird der Warden gezündet. Das heißt, die Queen wird rausgenommen, der Boden-X-Bulken wird dann, wenn es dumm läuft, die Headhunter rausnehmen. Wichtig ist, dass die Headhunter jetzt noch rübergehen zum King und die beste Luftverteidigung rausnehmen, die es hier im Game gibt. So, der Multi muss noch rausgenommen werden. Dann haben wir noch auf der linken Seite einen Magierturm und eine Luftabwehr, aber schaut euch an, was da für eine Wand an Loons ankommt. Das wird hier, glaube ich, der nächste Triple. Er ist weg, glaube ich. Also, er ist schon zufrieden. Sehr, 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 sehr starker Fight. Da kann ich nicht mitmachen. Der hat mehr einen muskulöseren Oberbau als ich. Da kann ich lange nicht mithalten, aber sehr, sehr starker Fight. Sehr, sehr starker Loon. Part hier, der ist ja nicht so meine Sache, aber er hat das wunderschön durchgezogen und definitiv hier verdient den Triple geholt. So, Bernaul kommt rein. Bernaul ist ein Handyfighter, ihr seht's. Ganz entspannt sitzt er da. Sehr sympathischer junger Mann. Ich fighte ja auch liebend gerne vom Handy aus. So, da kommt die Blimp aufs Rathaus. Ihr seht, da ist eine Safe-Blimp drin, das sollte passen. Da ist nichts weiter, was ausgelöst wurde. Also, das sieht gut aus. Die Queen von oben, der Lalo. Mal gucken, dann hinten eventuell über den Multi, über den Scattershot rein in die Base oder über den Adler. Das lassen wir uns gleich überraschen. Wird da definitiv gleich noch mit dem King einen Gegenfunnel starten. Ah, er muss da relativ schnell mit der Queen kommen. Da kommt der King. Die Queen läuft da sensationell in die Base rein. Kannst du dir nicht ausdenken. Warum macht das meine Queen nicht? Zwei Headhunter für den gegnerischen King. Das ist auf jeden Fall wichtig. Du musst ja den King erst relativ spät zünden.
Also er hat dann noch einen Headhunter für seinen Lalo-Part. Schaut euch an, was der King, die Queen und der Royal Champion da alles rausnehmen. Der Single Inferno ist vielleicht noch ein bisschen blöd da unten. Aber den kann er auf jeden Fall mit. Boah, schaut euch den Invis an. Der Multi wird rausgenommen. Sensationeller Invis. Ja, das war, glaube ich, nicht ganz so geplant, dass da der Royal Champion mit reinläuft. Der Royal Champion sollte sicherlich da irgendwie in der Mitte bleiben, um den Single rauszuholen. Oh, da fallen viele, viele Loons vom Himmel. Ihr habt es gesehen, er hat jetzt nur noch zwei Loons. Der Single Inferno steht noch. Das Jack ist noch mit am Start. Das Jack schafft es aber nicht. Da kommen zwei Loons rein mit einem Wut. Ich weiß nicht wie, aber er hat es hier geschafft. Er holt den Triple. Die Queen kann noch gezündet werden. Hinten raus ist nur noch der Single Inferno da. GG, mein Junge. Das war ein mega Fight und ein Monster Save. Gratulation. Respekt. Bin hier gerade noch auf der Suche, wer da der Fighter ist. Nein, 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 nein. Ist es? Nein, er war schon. Ihr seht, er ist auf jeden Fall hier schon mega am Clearen. Da war ich definitiv eine Sekunde zu spät. Ich weiß auch nicht, wer fightet. Leo haben wir schon. Da ist der Trotti. Also ihr seht, warum kommt der nicht weiter oben? Das müssen wir definitiv in der nächsten Season ein bisschen besser machen. So, auf jeden Fall schon mal schön rausgenommen. Ihr seht, er hat da einfach einen Beben und ein paar Blitze geschmissen. Hat dann das komplette Compartment rausgenommen. Dann mit Sneakies wunderschön das Rathaus rausgeholt, den Funnel gemacht. Jetzt hat er mit dem Sui da richtig viel rausgeholt. Die Queen ist noch mit am Start. Der King hat da schön die Seite frei gemacht. Und jetzt kommt von oben der Lalo in die Base rein. Wir haben da erstmal ein Single Inferno. Die Queen kann sogar noch reingehen, kann den Adler rausholen. Also die hat ja definitiv einen Mega Value rausgeholt. Hat er jetzt auch gesehen, dass er sich da so ein bisschen beeilen muss. Aber ich glaube nicht, dass die Queen es schafft, den Adler rauszuholen. Sehr, sehr schade. Das wäre natürlich mega geil gewesen. So, Royal Champion hat die gegnerische Queen rausgeholt. Der hat schon mal eine super Arbeit gemacht. Multi muss gefreezed werden. Das hat er voll im Blick. Das sieht hier auch wieder sehr gut aus. Der Multi muss aber dann noch irgendwie raus. Der Multi ist noch drin. Er hat noch einen Invis. Bringt ihm natürlich beim Multi nicht wirklich viel. Außer, dass er vielleicht hier, wie seht, die Loons da weglocken kann. Wenn er jetzt Glück hat, läuft der Royal Champion sogar zum Multi rein. Nein, hat er nicht. Boah. Reicht das? Der King nimmt den Royal Champion raus. Das heißt, wir haben hier die erste Death von Marinau gegen einem Trotinho. Sehr, 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 sehr schade. Ihr seht, das werden hier über 90%. Das ist die Chance für Space Station, die Gegner in ein Best of Two zu zwingen. Wir sehen es zwar nicht, aber es werden hier nur 92%. Sehr, 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 sehr schade. So, Marinau kommt rein mit dem vorletzten Fight für Space Station. Wenn sie das Ding hier gewinnen, können sie im Best of Two, das heißt, können das zweite Match hier Forcen herausfordern, dass sie quasi die Chance haben, um den Titel zu gewinnen. So hat er das Compartment schon mal schön rausgenommen, hat einen Stone Slammer ausgewählt. So, der King, ihr seht, soll zum Scattershot reingehen. Der soll Scattershot und Queen rausholen. Deswegen nimmt er hier auch den Royal Champion mit. Muss auf jeden Fall gleich zünden. Ein Freeze wäre vielleicht mal nicht schlecht, dass der King auch da wirklich reingeht. Headhunter noch dabei. King ist hier noch mega mit dabei. Die Queen wird rausgenommen, aber ich glaube nicht, dass es hier für den Scattershot reicht.
Boah, der Invis kam zu spät. Aber es ist noch nichts passiert. Die Queen ist schon gezündet. Das ist nicht gut. Sollten da die Helden vielleicht zu viel rausnehmen? Jetzt muss er gucken, dass er hier irgendwas in das Rathaus reindrückt. Er hat aber nichts zum Aktivieren dabei. Er kann natürlich vorher nochmal einen Ballon spielen. Er muss trotzdem oben immer den Adler im Blick halten. Also ihr seht, er geht auf Nummer sicher. Spielt hier die Blimp aufs Rathaus, die Loons der Drachenreiter. Wir sollten das auf jeden Fall machen, oder? Sehr schön, jetzt von oben der Lalo rein, was natürlich mega ärgerlich ist, ist, dass die Clanburg da noch am Leben ist. Der Superlakai, der ist natürlich mega nervig. Eine sehr schöne Warden Ability auf der rechten Seite. Wir müssen, ihr seht, er ist schon schwer am Nachdenken. Er muss hier 92% mindestens holen. Aber ihr seht, das, was ich sehe, das wird hier sehr, sehr eng für 92%. Warden, Junge, zieh! Ah, oh, der Warden geht vom Multi weg! Er ist mega enttäuscht, ihr seht's. Er hat, glaube ich, ein bisschen zu viel von seinen Helden erwartet. Mega schade, Marinaul wird hier keine 92% holen. Das heißt, RVNT liegt nach 4 Fights vorne und haben es jetzt quasi selbst in der Hand. Im nächsten Fight, wenn sie einen Triple holen, haben sie hier den Fire Fiera Cup gewonnen. So, das nächste. Der nächste Fight von Joker ist jetzt hier drin. Der will hier mit einem Queen Charge Lalo rein. Hat einen Chump mit dabei. Sneaky ist am Start, die auf der rechten Seite funneln sollen. So oft wie das Ding da dreht, ich habe so ein bisschen Angst. Aber solange er unten rechts ruhig bleibt, ist alles gut. Boah, ich fühle richtig die Aufregung, die Spannung hier. Also, richtig viele Bodenskelette, die da hochkommen. Wunderschöner Headhunter auf den King. Der King wird auf jeden Fall relativ schnell rausgenommen. Er braucht da nicht noch irgendwelche Zauber opfern. Oh, ich glaube, ich habe sogar ein paar Bedenken, dass die Queen da nach rechts steppt und nicht nach links zum Adler. Ist aber, glaube ich, nicht schlechter. Vielleicht könnte einfach mit 1-2 Loons oder mit dem King natürlich den Adler rausholen. Ich dachte eigentlich, der King wird hier drüben gespielt, aber da kann er natürlich auch den Royal Champion spielen. Also, die Clanburg hat er mega im Griff. Da das ein Multi ist, hat er da auch keine Probleme. Die Welpen wird er jetzt nach und nach rausholen. Spielt dafür auch noch 2 Minions. Das passt soweit. Ich wollte gerade sagen, eventuell einen Gegenfunnel für den King. Aber der King macht da alles super. Royal Champion wird rausgenommen. Queen ist schon draußen. Die Clanburg ist draußen. Das heißt, er kann jetzt hier seinen Lalo gleich in das Rathaus reinstarten. Nein, er startet den Lalo von rechts. Er spielt eine Blimp aufs Rathaus. Das hätte ich jetzt definitiv nicht erwartet. Er hat eine Safe Blimp drin. Der Warden ist beim Lalo mit dabei. Er fliegt gegen den Feger. Sehr, sehr schöner und wichtiger Invisage Freeze für den Multi hier. Er muss das hier ganz sauber durchspielen. Er braucht den Triple, um den Sieg einzufahren für Arrest RVNT. Wir sind gespannt. Jetzt zündet er hier den Warden. Mega Invis. Das sieht gut aus.
Er hat noch zwei Sneakies und wenn er, wie gesagt, hier trippelt, dann ist das der Sieg. Für RVNT, das können wir, glaube ich, dann somit schon sagen. GG, RVNT gewinnt den Fire Fiera Cup. Glückwunsch auf jeden Fall von mir an das Team. So, Zilinho kommt jetzt hier rein mit dem letzten Fight von diesem Match. Sie schaffen es leider nicht mehr, das Ding hier rumzureißen von dem Prozenten. Wie gesagt, er bräuchte 112%, um Pari zu machen. Das ist natürlich leider nicht möglich. Wird hier, wie gesagt, erstmal mit dem Queen, mit der Zui Queen da reinkommen. Hat aber, glaube ich, die Skelette auf der linken Seite zu spät gespielt. Muss hier schon den ersten Invis schmeißen. Eiskohle mit rein. Der Boden X-Bogen ist natürlich Gift für die Queen. Auch der King soll hier auf der linken Seite rausnehmen. Das, was vorhin bei seinem Kollegen bei Maurilau nicht ganz funktioniert hat. Es sieht hier auf jeden Fall schon mal besser aus. Sie haben auch eine andere Clanburg drin, aber das kannst du natürlich vorher nicht wissen. Das Rathaus ist raus. Die Clanburg links sieht auch schon relativ gut aus. Die Queen ist raus, Scattershot ist raus. Das heißt, er kann jetzt hier mit seinem Lalo reingehen. Ah, muss er vielleicht noch ein bisschen warten. Nein, er geht trotzdem rein, weil einfach die Welpen hochgekommen sind. Aber ich glaube, der Royal Champion zusammen mit dem King können das auf jeden Fall wuppen. So, das sieht gut aus. Ihr seht, von oben kommt dann der restliche Lalo rein. Da hat er natürlich relativ früh die Warden Ability gezündet mit Headhuntern. Und jetzt muss er unten in den Multi reinfliegen, in die Tesla Farm. Das ist mega anstrengend. Da muss er auf jeden Fall sehr, sehr viele Frees opfern. Und schaut euch an, wie viele Luftminen da drin sind. Ach, fallen einfach die Loons, wie die fliegen hier. Er will natürlich nochmal zeigen, warum sie ins Finale gekommen sind. Und das ist genau deswegen, weil sie einfach sehr, sehr starke Fighter haben. Wirklich auch hier wieder ein sensationelles Match gehabt. Das werden 3 Sterne. GG hier an Zilinho definitiv. Riesen Respekt an die Leistung von Space Station. Das muss man sagen. Aber RVNT gewinnt hier das Finale. Es wird kein zweites Match geben. Also GG an RVNT. Sie gewinnen mit 98,4% zu 96%. 14 zu 14 für RVNT gegen Space Station. Congratulations. Alles Gute, sensationell. Das heißt, der Fire Fiera Cup ist jetzt damit beendet für das Erste. Der Neue ist natürlich schon im Hintergrund in der Planung. Das soll es, wie gesagt, erstmal gewesen sein. Auch mit den Facecams, die auf jeden Fall mega geil sind. Richtig geiles Format. Ich freue mich schon auf die nächsten Matches hier. Das werde ich auf jeden Fall wieder streamen, weil das macht mega Laune zu sehen, wie die ganzen Spieler fighten und auch wie sie reagieren. Manche haben getanzt, manche haben ihre Muckis gezeigt, manche sind relativ traurig. Man kann jetzt sehen hier, wenn ihr Space Station euch sehen konntet, wir können gleich mal durchklicken. Die sind wirklich mega, mega enttäuscht.